Ich glaube schon. Auf alle Fälle müssen wir jetzt erstmal das Zeug da hochbekommen, da. Und dann dürfen wir gleich wieder das Ganze so machen. Dürfen nicht zerquetscht werden. Ja, passt. Perfekt. Dann dürfen wir uns wieder hoch transportieren lassen. Zack. Dann machen wir wieder so. Dann ziehen wir das jetzt so rüber. Wunderbar. Aber leider weiß ich es auch schon nicht mehr. Jetzt glaube ich, brauchen wir die Kiste für das Seil. Und da ist noch irgendwas. Wofür ist das? Ach so, ich hatte es schon richtig, oder wie? Ja, auch geil. Und was mich jetzt gerade mal interessiert, ob wenn ich den Hebel wieder umlege. Ja, ist ja wieder hoch. Gut, passt schon. Wollte ich nur wissen. So. Jetzt sollte irgendwas passieren. Ich kann mich da schlecht schwingen, oder? Ich muss den Hebel... Ah, ich glaube, ich weiß. Schwer ist genau, wie das geht. Schnell. Nein. Du scheiß bescheuerte Steuerung, ey. Es ist echt zum Kotzen. So. Jetzt haben wir's. Zack. Hutschi, heit. Hutschi, Hutschi, Hutschi und zack. Und irgendwie, aus irgendeinem Grund habe ich diesmal das Gefühl, dass man nicht draufsteigen darf. Ich werde es trotzdem mal probieren. Und soweit ich weiß, muss man zuerst das andere... Ja. Kann man da drüber springen? Ja. Scheiße, man öffnet trotzdem das Teil. Das andere öffnet sich nur durch das, oder was? Okay, dann haben wir schon mal herausgefunden, wie es funktioniert. Dann können wir mal kurz reinspringen. Hier, das ist Berserkermäßige. Werden wir uns ja erstmal anschauen, wie das Ganze funktioniert. Wir müssen da hoch. Können wir zwei Kisten übereinander stapeln? Nein. Was war denn das? Okay. Ah, jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Gut. Einmal bitte sterben. Wir müssen das Ganze so timen, dass ich die hintere Ding zuerst reinschiebe. Dann warten wir ein bisschen. Dann öffnen wir das zweite. Jetzt müssen wir so schnell sein, dass das da drauf ist. Und ich... Nein! Scheiß Steuerung. Eins, zwei, drei. Schieb die Kiste. Ja, natürlich, komm, lass dich umbringen. Dämliches Teil, hey. Wisst, ich hatte schon. Und dann bin ich trotzdem zu doof,
Komm schon, komm schon. Leute, tut mir leid, aber ich konnte es echt nicht besser. Ja, super, jetzt sind wir eh schon wieder viel zu spät. Diese Tricks, ey, ihr seht doch, zuerst, er hängt schon dort und dann wimmelt er wieder bloß so, anstatt dass er einfach raufgeht, diese bescheuerten Tasten. Nein, wer kommt auf die Idee eigentlich, das Spiel über die Pfeiltasten spielen zu lassen, ne? Ja, und dann kommen natürlich solche idiotischen Tode noch zustande. 3, 2, 1. Ja, okay, der war geil. Muss ich zugeben, der war konstruktiv. Da sehe ich keine andere Lösung als zu applaudieren. Schaut euch diese Scheiße an! Wer denkt sich so einen behinderten Kack aus? Nein, legen wir auf die Pfeiltasten, anstatt dass wir einfach das ein bisschen klüger machen. Können wir wahrscheinlich eh schon wieder vergessen. Ja, komm. Das ist ja echt behindert, oder? Bleib mal ehrlich. Lol, die fährt echt bis zum Ende durch. Okay. 1, 2, 3. Jetzt nichts mehr dazu sagen. Scheiß Steuerung. Ah. Wo geht's dahin? Einfach nur pures Interesse. Was? Ich sehe absolut gar nichts. Das ist jetzt bitte nicht euer Ernst, oder? Ihr wollt mir nicht ernsthaft erzählen, da oben ist ein Hebel, der das unten aufmacht, dass ich unten durchgehen kann. Ja, super. Darf ich wieder alles hochrennen? Sowas finde ich auch ziemlich unschön. Was ist das? Sieht aus wie eine Riesenfliege. Ich habe so ein bisschen eine Idee. Schauen wir mal. Das Ganze funktioniert. Scheinbar nicht. Ich glaube, man muss sich irgendwie da dran hängen. Aber wie bekomme ich die da wieder runter? Oh, du dämliches Teil. Ich bin doch schon weg, Mann. Okay, man muss sich anscheinend ganz leise anschleichen. Dann machen wir das Ganze mal so. Okay, funktioniert ganz gut noch. Ich habe bloß Angst, dass ich dann den Punkt verpasse, wo ich losspringen soll. Zum Beispiel jetzt, verdammte Scheiße, Mann.
tue dir nichts. Okay. An dem Punkt fliegt sie von alleine los. So weit darf ich nicht rangehen. Ja komm, flieg halt wieder runter. Ich tue dir echt nichts. Ich hasse Geduld. Habe ich nicht mehr, seitdem meine Schwester fast jeden Tag saugt. Scheiß Geschwister. Jetzt kannst du mich auch wieder loslassen. Wie kann ich da wieder aufhören? Achso, okay. Cool, danke. Danke für diese amüsante Fahrt nach oben. Hier unten sieht alles ein bisschen arg nach CO2 aus. Bringt mir das was? Oder muss ich da einfach nur hoch? Was hat das hier zu bedeuten? Mal wieder ganz zurück. Und das führen wir auch daher. Das ist auch wieder so scheiße. Da muss ich im Ding noch rüber. Nein. Verdammte Scheiße. Bin schon bereit. Komm. Verdammt, Mann! Hey, es wäre doch möglich, wenn du da mal abspringen würdest, du scheißbehinderte Steuerung, hä? Ja, komm, fick dich! Das glaube ich wird ein bisschen eng. Nein, nicht mal. Yay! Dabei habe ich keine Ahnung, was mir das jetzt bringt. Aber wir werden es ja gleich sehen, ob es mir was bringt. Ich habe ein bisschen. Eine kleine Ahnung, dass ich das jetzt da irgendwie hochrollen kann. Aber mit rollenden Sachen ist es immer so ein Problem. Die rollen nämlich